kann dir jetzt 100 Übungen sagen, wie wir ein Pferd aus einer passiven Stabilisation rausbekommen. Genauso kann ich sagen, es gibt eine Übung, mit der du alle Pferde in eine positive Körperspannung bringen kannst. Solange du nicht weißt, wie du das genau machen musst, wird das nichts bringen. Wenn wir also wissen, warum wir etwas tun, weil wir die Ursache dafür kennen, dann wissen wir natürlich auch sofort, was wir tun müssen, wie wir es tun müssen und wann wir es tun müssen. Wenn du mich noch nicht kennst, ich bin Ann-Kathrin Querbach und ich bilde vor allem Trainer und Therapeuten aus, habe aber auch verschiedene Online-Programme für dich vielleicht als Reiter. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Heute werden wir mal das Thema die Ausbildungsskala und so ein paar etwas Special-Geschichten uns anschauen. Und zwar ist es so, die meisten Reiter, Kunden und so weiter kommen ja immer zu uns und sagen, was kann ich denn jetzt tun, damit ich mit meinem Pferd erfolgreich bin, mein Pferd gesund reite, die Knieproblematik wegbekomme und, und. So, jetzt ist es aber ganz lustig, die Menschen haben eigentlich ein ganz anderes Thema. Sie möchten gar nicht wissen, was sie tun sollen, sondern eigentlich, warum sie etwas tun sollen. Das klingt jetzt im ersten Moment ein bisschen seltsam, ich weiß, weil du wahrscheinlich auch ein Was-Typ bist. Nun ist es aber so, wenn wir jetzt davon ausgehen, ich sage dir jetzt, was du machen musst. Zum Beispiel, reite dein Pferd vorwärts, fleißiges Vorwärts. Dann kommt relativ schnell die Frage auf, ja, aber wie mache ich das dann? Treibe ich jetzt mit dem Schenkel? Soll ich mehr schnalzen? Soll ich mit der Gerte kommen? Wie schnell soll es denn sein? Ist es jetzt schon eilig? Ist es fleißig? Ist es noch zu langsam? Ja, also dieses Wie ist dann relativ schnell da. Wenn wir jetzt sogar noch weitergehen und ich würde sagen, wir haben dieses Wie jetzt geklärt. Wie musst du da drauf sitzen? Wie musst du das jetzt alles machen? Dann kommt relativ schnell ja, und wann muss ich das machen? Wann muss ich jetzt so dazu treiben? Muss ich das immer machen? Muss mein Pferd jetzt für immer und ewig auf Vollspeed gehen? Nee, gar nicht. Quatsch. Das heißt, dieses Wann ist es? Wann muss ich das machen? Zu welchen Zeiten? Wann ist es sinnvoll, dieses Was und das Wie zu kombinieren? Wenn wir jetzt aber wissen, warum es so ist, ja, was ist genau der Auslöser des Ganzen? Warum funktioniert denn jetzt dieses Tempo genau bei diesem Pferd, bei diesem Exterieur und mit diesem Menschen obendrauf? Dann wissen wir, wann wir es machen müssen. Wir wissen, wie wir es machen und wir wissen sofort auch, was wir tun müssen. Und genau da setze ich immer gerne an, dass ich sage, wir klären erstmal dieses Warum und dann können wir die anderen Bestandteile gleich dazusetzen und können uns aber sofort auch merken, ah, das hier ist jetzt hier ein verspannter Typ. Deswegen brauchen wir also ein anderes Grundtempo, wie wenn wir einen schlaffen Typ haben. Jetzt haben wir einen hochmotivierten Menschen da oben drauf, den müssen wir ein bisschen anders betreuen, wie wenn wir jemanden haben, der einfach nicht zu Potte kommt. Okay? Und nicht in die Umsetzung gehen möchte. Also da müssen wir immer wieder schauen, was haben wir für Individualitäten? Ja, wie können wir jetzt also den Trainingsplan gestalten? Und das geht aber natürlich nur, wenn wir das Warum wissen. Und jetzt nehme ich dich einfach mal mit in meine kleine Präsentation. So, hier habe ich jetzt einmal schon mal die Dartscheibe aufgemalt, von der wir gerade gesprochen haben. Ja, wenn wir also wissen, warum wir etwas tun, weil wir die Ursache dafür kennen, dann wissen wir natürlich auch sofort, was wir tun müssen, wie wir es tun müssen und wann wir es tun müssen. So, gehen wir mal Richtung Ausbildungsskala. Wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben ein aktiv stabilisiertes Pferd, also ein Pferd in einer positiven Körperspannung und ein gesundes Bewegungsmuster. Ja, wir unterscheiden zwischen der Bewegungsstrategie, das ist also entweder eine fehlerhafte oder eine korrekte. Die fehlerhafte nennen wir passive Stabilisation und die aktive Stabilisation ist natürlich die gesunderhaltende, also die richtige Bewegungsstrategie. Dann gibt es natürlich noch verschiedene Bewegungstypen und das Ganze, also die ganze Individualität
ist dann ein Bewegungsmuster. So, also wir gehen jetzt davon aus, dieses Pferd ist aktiv stabilisiert, hat ein gesundes Bewegungsmuster. Wenn du dazu mehr wissen möchtest, das gibt es alles in meinen Kursen. Aber wir gehen jetzt einfach mal weiter. So, wir beginnen also mit der Entwicklung des Spannungsbogens, das heißt den Takt und die Losgelassenheit. Und genau diesen Punkt überspringen die meisten und sind relativ schnell bei der Anlehnung. Dabei ist das eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Weil wenn wir jetzt ein passiv stabilisiertes Pferd zum Beispiel haben, sind wir sehr lange in dieser Thematik drin, weil wir erstmal den Takt erarbeiten müssen. Und der Takt bedeutet, dass die Bewegungszentren sich drehen und dementsprechend dann natürlich auch eine gesündere Bewegungsstrategie existiert. Das heißt, wenn wir jetzt bei dem Punkt Losgelassenheit sind, bedeutet das auch, dass wir jetzt einen Spannungsbogen im Pferd erzeugen können. Und der Stefan Stammer hat mit seiner Illustratorin richtig schöne Bilder kreiert, die ich auch nutzen darf. Und die seht ihr jetzt auch hier. Ja, da sieht man richtig schön diesen Spannungsbogen, kann man sich vorstellen wie einen Pfeil, also einen Bogen, der abgeschossen wird. So, und diesen Spannungsbogen können wir erst erzeugen, wenn die Bewegungszentren sich korrekt herumdrehen. Und genau das ist natürlich, wenn wir als Trainer oder Therapeuten in irgendeiner Form gerufen werden, genau unser Thema. Die wenigsten Pferde, also sag ich mal, circa 10% der Pferde laufen überhaupt in einer positiven Körperspannung. Die meisten haben eine passive Stabilisation und die Reiter merken es gar nicht. Das heißt, sobald das Pferd in dieser passiven Stabilisation ist, haben wir immer dieses Thema des Taktes noch, bevor wir überhaupt weitergehen können. Das heißt, wir müssen erst die Bewegungszentren wirklich korrekt drehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und sobald wir als Therapeut irgendwo hinkommen und das Pferd hat ein Knieproblem, Arthrose, Spat, Hufgelenksgeschichten, Sehnenschaden, Kissing Spines, alles Mögliche sind wir auch wieder bei dem Thema. Es hat kein gesundes Bewegungsmuster, es ist passiv stabilisiert. Und genau das ist nämlich der Grund, warum die meisten Leute ewig lang an diesen Krankheiten immer rummachen, weil sie die Bewegungsstrategie des Pferdes nicht ändern. Sprich, wir müssen also jetzt im ersten Moment relativ stark uns auf diesen Takt und die Losgelassenheit und diesen Spannungsbogen konzentrieren. Und dieser Step, deswegen habe ich das hier auch so eingezeichnet, ja, als erstmal ein nach oben kommen, dieser Step ist super wichtig und richtig schwierig für die meisten Leute. Und genau deswegen möchte ich natürlich euch Trainer und Therapeuten da voll briefen, damit ihr da perfekt nach außen treten könnt, um den Leuten da zu helfen, weil es gibt ja noch viel, viel mehr. Wir haben ja noch so viel mehr hier an der Ausbildungsskala und trotzdem sind die meisten hier unten. Weil erst wenn wir den Takt und die Losgelassenheit wirklich verstanden haben, dann kriegen wir die Anlehnung als Geschenk. Heißt, wir möchten also den Spannungsbogen, ja, der Spannungsbogen wird erzeugt. Und die Bewegungszentren haben sich ja gedreht und durch diesen Spannungsbogen tritt das Pferd in die Anlehnung oder hat die Nachgiebigkeit im Western, je nachdem, wo wir uns befinden. Und das ist wie ein Geschenk. Das heißt, es ist das Endresultat des Ganzen. Wenn wir das da vorne nicht gelöst haben, bekommen wir natürlich auch keine Anlehnung und haben dann dementsprechend Anlehnungsschwierigkeiten. Und erst wenn wir die Anlehnung dann geschafft haben und sagen können, okay, wir können jetzt jeden Tag Takt, Losgelassenheit und Anlehnung in allen Gangarten safe abfragen, unser Sitz ist auch dementsprechend, erst dann kommen natürlich die super special Geschichten zum Thema Spannungsbogen, Muskelaufbau, Schub und gerade richten. Da kommen dann auch Stangentraining und sowas mit dazu. Ja, da kannst du mal schauen, ich habe ein Buch geschrieben, Stangenworkout, das ist genau auf diesem Level. Und natürlich auch Pferdegymnastizieren befindet sich auch so ein bisschen, ja, deckt im Prinzip alles so ein bisschen ab. Da geht ja auch um die Ausbildungsskala. Und das vom Boden gymnastizieren ist natürlich alles die
die Entwicklung des Spannungsbogens. Also das ist ziemlich weit unten. So, also jetzt befinden wir uns beim Spannungsaufbau und beim Muskelaufbau. Das macht natürlich richtig Spaß. Jetzt können wir in die Beinfederung reingehen. Wir können schauen, wie viel Schub braucht das individuelle Beinpaar. Was müssen wir jetzt gerade richten? Brauchen wir hier ein bisschen mehr Federung oder brauchen wir hier etwas mehr Lastaufnahme? Wir können die einzelnen Muskeln dementsprechend dann noch ansprechen und mit in unser Training einbauen. Und dann, wenn wir diesen Bogen geschafft haben, dann kriegen wir natürlich die Versammlung geschenkt. Super schön. Das heißt auch, die Versammlung wird nicht erzeugt, sondern wir bekommen da wieder ein Geschenk. Und man kann sich es wirklich so vorstellen, wir arbeiten und machen und tun, unten bei Takt und Losgelassenheit, die Anlehnung kommt als Geschenk, wir arbeiten wieder ganz stark an Schub und gerade richten und dann haben wir die Versammlung geschenkt. Und das ist natürlich richtig schön, dann auch so einen Aufbau mit dem Pferd zu gehen. So, jetzt sind wir Trainer und Therapeuten die wenigste Zeit bei diesen Themen hier oben, obwohl sie super spannend sind, sondern unser Ziel ist immer, das hier zu meistern. Und wenn wir dann die Anlehnung bekommen haben, dann sind wir ganz happy, müssen aber wahrscheinlich immer noch lange an diesen Punkten arbeiten, bis wir dann wieder weitergehen können. Das heißt, wir befassen uns jetzt mal im ersten Moment nur mit diesem unteren Thema. Und ich habe schon gesagt, wenn das Pferd keine aktive Stabilisation hat, also kein gesundes Bewegungsmuster, dann ist es passiv stabilisiert und dann drehen sich die Bewegungszentren verkehrt herum. Sprich, wir müssen natürlich jetzt, um überhaupt zu Takt und Losgelassenheit zu kommen, schauen, wo steht unser Pferd aktuell? Ist es bei einer minus 10, also brauchen wir komplett therapeutische Unterstützung, müssen ganz, ganz engmaschig mit dem Training da dran gehen? Oder sind wir vielleicht bei einer minus 1 und haben dieses Thema Takt fast schon gemeistert und sind sozusagen gerade am Spannungsaufbau? Ja? Dann können wir natürlich da ganz anders dran gehen und sind eher in der Trainerperspektive. Ja, welche Übungen können wir jetzt machen? Was genau können wir denn jetzt tun, um dem Pferd noch mehr Unterstützung zu bieten? Aber genau hier bei dieser Skala hängen eben die meisten unserer Kunden. Also, wir schauen oder sollten im ersten Moment einfach mal schauen, wenn wir jetzt so ein passiv stabilisiertes Pferd vor uns haben, ist es bei der Skala minus 10 oder geht es Richtung 0? Wir müssen schauen, haben wir eine mentale Ebene? Das heißt, wenn wir zum Beispiel so ein verkrampftes Pferd haben, hat so einen Unterhals, ist die ganze Zeit nur am Gucken, muss Kontrolletti spielen, ja, kontrolliert die Herde, kontrolliert die Koppel, ist eigentlich dauernd nur im Außen unterwegs. Dann hilft es uns nicht, jetzt hier irgendwie zu sagen, jetzt massieren wir mal den Muskel, sondern wir müssen komplett auf die mentale und auf das Nervensystem eingehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann kommt natürlich dann das Thema Konditionierungen der Menschen. Ja, was haben wir dem Pferd denn schon beigebracht? Viele Leute lassen ihr Pferd zum Beispiel ja durchparieren, indem sie einfach summen oder machen oder irgendein anderes Geräusch, ohne dass das Pferd jetzt aber in einer positiven Körperspannung zum Durchparieren kommt. Sprich, wir haben wieder eine Überbelastung der Vorderbeine und natürlich Sehnenbänder und so weiter werden in Mitleidenschaft gezogen und eventuell sogar eine Achsenasymmetrie. Vielleicht schauen wir uns das hier auch irgendwann demnächst an. Kurse sind dazu auf jeden Fall schon alle gemacht und in der Blickschulungsschool lernt man das natürlich ins super Detail. Ja, wir gehen da zwar nicht ganz hoch bis zur Versammlung, aber wir sind sozusagen in der Blickschulungsschool so in etwa bis hierher, so die Hälfte davon, weil das ist natürlich das, woran wir jetzt im ersten Moment immer arbeiten müssen. So. Jetzt ist es so, ich bezeichne es immer als Level 1, Takt und Losgelassenheit.
Und wir müssen natürlich im ersten Moment einfach mal schauen, wie steht das Pferd überhaupt da? Was für eine passive Stabilisation hat es? Wie gesagt, mit der Skala. Haben wir ein korrektes Grundtempo in dem Pferd? Weiß es denn schon in etwa, was es machen muss? Welche individuellen Übungen brauchen wir, damit es aus seiner passiven Stabilisation rauskommt? Und dann dieses Wie. Wie reiten wir das? Weil ich kann dir jetzt 100 Übungen sagen, wie wir ein Pferd aus einer passiven Stabilisation rausbekommen. Solange du nicht weißt, wie du das genau machen musst, wird das nichts bringen. Okay? Genauso kann ich sagen, es gibt eine Übung, mit der du alle Pferde in eine positive Körperspannung bringen kannst. Wenn du aber das Wie nicht perfekt beherrschst, funktioniert das eben auch nicht. Okay? Also, das heißt, das Wie ist entscheidend. Wenn wir, wie gesagt, bei der Skala bei minus 10 sind, müssen wir therapeutische Begleitung eingehen. Etwa bis minus 6. Und erst dann können wir natürlich mit den speziellen Übungen beginnen. Und das kommt aber auf diesen jeweiligen Typen drauf an. Ja, also jetzt nicht nur passiv und aktiv stabilisiertes Pferd oder verkrampft oder schlaff, sondern wir haben noch so kleine Unterkategorien, die wir immer mit anschauen müssen. Ja, also wie ist jetzt der Bewegungstyp? Ist es ein Model? Ist es ein Schaufler? Ist es ein, ich sag mal, Stützrad-Typ dazu? Ja, diese ganzen Sachen, die müssen wir mit einbeziehen und dann können wir natürlich auch dementsprechend unsere Übungen dazu formen. Und die innere Einstellung macht's vor allem von uns. Ja, wenn wir die korrekte Hilfengebung in uns verinnerlicht haben, ganz genau wissen, wann wir jetzt das Vorderbein vortreiben, das Hinterbein nachtreiben, mehr Spannung in den Körper erzeugen, welche Hand jetzt wann nachgeben muss, wie wir unsere Schulterpartie drehen und so weiter, dann kann das Pferd uns natürlich dementsprechend auch spiegeln. Und da ist natürlich die mentale Situation von uns persönlich super, super wichtig. Und da muss man natürlich auch wirklich reingehen, weil ansonsten können wir mit dem Was und dem Wie nichts anfangen, wenn wir nicht wissen, wann wir es einsetzen müssen, warum wir es einsetzen müssen. Und natürlich, wir initiieren, das Pferd soll uns spiegeln, nicht andersherum. Und wenn du mehr wissen willst zu diesem Thema, was wir jetzt gerade besprochen haben, verlinke ich dir sehr gerne meine kleine Masterclass zum Thema Takt. Da lernst du schon mal so die einfachsten Dinge, die man auf jeden Fall mal mit wissen muss. Und wenn du richtig Lust hast, bei mir in der Blickschulungsschool dabei zu sein, bist du herzlich eingeladen. Wir starten alle 6 Monate in eine neue Runde in Kleingruppen, sodass auch jeder gut lernen kann. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend, Tag oder Morgen, je nachdem, wann du es geschaut hast. Und bis bald. Tschüss.